Es ist dunkel am Donetz und das bedeutet, wir gehen auf Kutum. Kutum, diese Woche anders wild. Ja, es sind super Ergebnisse zurzeit auf Kutum, wenn wir da in die wöchentlichen Rekorde reinschauen. Schwarzmeer Kutum, international, nix mit Muschel, komplett alles auf Maikäferlarve, 6 bis 7 Kilo, richtig große Brocken. Das ist mal wirklich ein Grund, um hier hinzugehen. Gestern hatte mich der Devilus drauf aufmerksam gemacht und meine Alden hast du schon mal gesehen. Jau, wir sind direkt hier hin, haben ein bisschen rumprobiert. Auch heute Mittag habe ich schon ein bisschen rumprobiert und ein bisschen ausprobiert. Schauen wir nochmal gerade in die deutschen Rekorde rein. Da sah das gestern noch ein bisschen anders aus. Schwarzmeer Kutum. Genau, da war noch deutlich mehr auf Muschel zu sehen. Auch ein bisschen kleinere. Und jetzt auch, ja, es wandelt sich gerade alles auch hier an, ja, offensichtlich auch in Richtung Maikäferlarve. Muschel scheint wohl immer noch zu gehen, klar. Ist halt so auch der große Klassiker. Aber wenn man eher mal so ein paar Maikäferlarven gerade übrig hat, dann kann man die natürlich auch sehr gut gerade nutzen. Ja, das habe ich getan. Alle Setups sind jetzt hier schön auf Maikäferlarve draußen. Und was ich noch getan habe und was ich noch verändern habe, ist der Clip. Hat folgenden Grund. Ich hatte letzte Woche schon einen Spot getestet aus unserem Discord. Link zum Discord ist unterm Video. Da hatte Condios geschrieben, Alden hier auf am Donetz 17 Meter. Was ist das? Auf 7370. Das ist ziemlich genau hier drüben, gegenüber von der 3. Und zwar ist das da hinten dieser Baum. Genau, da stellt man sich dann so hinten rechts daneben. Und wirft dann aber da drüben so rein sozusagen. Das heißt, wenn man hier ist, man wirft hier in diese Area. Das auf 17 Meter. Das heißt, man landet dann bei 17 Meter. Ich klippe das auch nochmal eben kurz aus. Man landet dann so ungefähr, ja, oder so ziemlich genau hier in diesem dunklen Bereich, in dem tieferen Bereich. Und gestern hatten wir hier an der Stelle eben probiert, denn da wurde auf 15, 16 Meter tatsächlich auch eine Trophy gefangen. Oh, es zuppelt, sehr schön. Und da hieß es dann auch, ja, 15 Meter. Und das haben wir ausprobiert und ja, also es ging nach längerer Zeit auch mal ein bisschen was rein. Heute im Nachmittag habe ich es auch nochmal probiert mit einer anderen Futtermische. Auch da ging was rein. Vier Kutums in 3 Stunden, also nur um mal ein Gefühl zu kriegen, wie lange das dauert hier auf so einen Fisch. Nicht, dass ihr da mit falschen Vorstellungen rangeht, dass man hier den Kescher voll macht mit Kutum. Das dauert halt leider ein wenig. Da war was am Zubbeln und ist wieder abgehauen. Das ist gut. Besser kein Beifang. So, ich werfe nochmal raus. Zack. Und schön absinken lassen. Und da geht's weiter. Sehr schön. Ja, also, genau. Gestern probiert, heute Mittag nochmal probiert. Auch hier auf 17 Meter nochmal probiert. Mit einer Futtermische, die angepasst war eher auf die Larve. Die zeige ich gleich eben. Und jetzt hier die Futtermische, die ist wieder die klassische. Jetzt warten wir nochmal eben ab, ob hier was passiert. Das wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn hier gleich noch was reingeht direkt. Ich rechne eigentlich nicht damit. Also wirklich nicht. Es wäre wirklich super, wenn ich gleich einen Kutum fangen würde. Aber ich rechne wirklich nicht damit. Warum braucht das so viel Zeit? Es ist halt immer wieder, dass er in der Nacht dann aktiv ist, dass dann da was passiert. Und wenn halt keine Nacht ist und dann nichts beißt und man steht hier wirklich 3-4 Stunden, man hat halt immer mal wieder die Phase, dass da was gehen kann, die Nachtphase, dass da was reinballert. Naja, dann muss man das halt nutzen, beziehungsweise das Glück haben, dass in der Zeit was reingeht. Und wenn da halt nichts geht, dann geht da halt nichts. Dann gehen da einige Stunden halt rum und man steht und steht und steht und fängt auch sonst nicht wirklich viel. Was ich ja, da muss ich ja sagen, das ist ja auch gut so. Es gehen zwischendurch Brassen rein oder sowas. Es gehen auch Nasen rein. Also es wurden auch schon wilde Sachen gefangen. Aber, tja, Kutum immer noch tricky.
So, ich glaube, jetzt tut sich gerade nichts. Das heißt, ich gucke mal eben jetzt hier rein in die aktuelle Futtermische, die ich verwende. Das ist die traditionelle, würde ich schon fast sagen, mit einer Komponente Lehm. Am Donetz haben wir sehr starke Strömung. Das heißt, hier extra nochmal Lehm reingenommen, dass es eher so auf dem Boden kleben bleibt, ein bisschen fester bleibt, das Ganze länger wirkt. 27 Stunden Wirkdauer. Und das heißt, wir haben hier Muschel als Hauptaromatik, Flusswandermuschel, Leinsamlehm. Das ist hier die Futtermische, die jetzt aktuell drin ist. Heute Nachmittag, wie gesagt, hatte ich probiert und auch Erfolg damit. Und das zwar mit der Futtermische. Gucken wir mal eben rein. Test. Genau, hier ist sie. Test Futtermische Kutum. Rapsamlehm auch wieder mit drin. Wandermuschel auch einmal mit drin. Dann aber auch Königskrabbe, Fliegenmade und Krabbe-Muschel. Das auch nochmal mit drin. Damit wir da ja zum einen dieses Fischige mit drin haben, zum anderen aber auch vielleicht ein bisschen was Madiges. Also wenn wir hier schon Larven und Maden verwenden, dass wir dann als Köder auch zumindest oder als Futter auch noch was haben, was in die Richtung geht. Tja, was ist mit reingegangen? Heute Mittag zumindest ein Rotauge als Trophy. Das brauchen wir natürlich hier nicht. Das können wir gerne alles auslassen und dann doch einfach nur so einen schönen 7 Kilo Kutum fangen. Dann ist doch alles in Ordnung, oder? Ja, so sieht das Setup aus. Ich bin hier mit 9 Kilo Vorfach unterwegs. Relativ kurzes Vorfach. Dann habe ich hier Einserhaken, Maikäferlarve, die Futtermische dran als PVA und einen Blei. Zack, 50 Gramm, schlammig alles. Genau, auch hier Einserhaken und hier einmal einen Zweierhaken, eine Nummer kleiner. Ja, und mit diesem Setup testen wir das hier. Ich könnte mir auch nochmal einen Viererhaken vorstellen, vielleicht sogar einen Sechserhaken, dass man doch mal deutlich kleiner reingeht und das vielleicht ein bisschen vorsichtiger sogar versucht, warum auch nicht. Wobei eben gerade auch auf Sechserhaken häufig mal, das ist halt einer der, ja, einer von den Haken, wo viele kleine Fische auch so maximal irgendwie gut mit drauf gehen. Das ist halt so ein bisschen tricky. Sechserhaken, lieber schon mal eine Nummer größer gehen, damit man das ganze Kleinzeug verscheucht und dass wir hier nicht so viele von den Rotaugen und von den Brassen dran kriegen oder von den Nasen. Deswegen diese große Hakenwahl. Ich denke mal, dem Kutum wird das nicht so viel ausmachen, zumal wir auch die kleinen Kutum gar nicht haben wollen. Ja, wie gerade schon gesagt, erwarte ich viel? Nö. Auch das heißt jetzt hier für mich wieder lange, lange warten, ausprobieren und eigentlich fast AFK hier rumstehen und nichts passiert. Das heißt, das geht jetzt hier so schön nebenbei. Das kann man machen, während man sich so ein paar Tutorial-Videos reinzieht und dann guckt man sich einfach mal an, was denn hier so nebenbei noch geht. Dafür ist das genau das Richtige. Und dann hat man vielleicht mit ganz viel Glück in der Nacht mal so ein Kutum dran. Ich würde fast sagen, ja, mindestens so lucky wie beim Aalangeln, wenn nicht sogar noch schlimmer. Wenn es dann wirklich ein großer Kutum sein soll, ein maßiger, dann wird es wirklich ein bisschen tricky. Ja, ich glaube, wir haben sämtliche Infos. Wir haben den Spot, also hier an der Stelle auf 22 Meter, jetzt gerade das erste Mal geklippt. Teste ich jetzt natürlich ein bisschen, werde das noch ein bisschen rumprobieren. Und wenn ich da noch irgendwie eine Erkenntnis habe, dann schreibe ich das einfach noch so ins Video mit rein. Ansonsten andere Spots auch natürlich gerne testen. Hier in dem Bereich auf 17 Meter. Vielleicht ist sogar hier in dem Bereich nochmal was interessant an diesen Kanten oder sowas. Auch das kann man natürlich alles ausprobieren. Irgendwo wird der Kutum halt rumgehen oder reingehen. Es ist halt schwierig zu testen, wenn so ein Fisch so gut wie keine Frequenz hat. Von daher lasst euch nicht entmutigen. Irgendwann ballert er schon rein. Ja, und man opfert tatsächlich einiges an Goldködern, an Larven hier. Deswegen immer schön was essen. Dann nebenbei immer ordentlich schaufeln und hoffen, dass da auch noch ein bisschen was Gutes bei rumkommt. Ja, und dann Attacke Vollgas und Petri gewünscht. Toi, toi. Vielleicht ballert ja bei euch hier der dicke, feiste Kutum rein.
Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, hilft mir. Kanal abonnieren hilft noch mehr. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags immer um 19 Uhr. Petri.